Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wird hier draußen gefilmt. Wir haben es hier fast 40 Grad. Ja, was machen wir? Ich mache heute einen Zucchini-Salat. Dafür brauchen wir Zucchini. Dann mache ich noch etwas Gurke rein. Was für eine große Gurke, richtig groß. Habe ich auch nicht so gesehen. Dann machen wir ein bisschen Zwiebel rein. Tomate. Knoblauch. Salz. Pfeffer und als Getränk empfehle ich euch Red Bull. Gut, dann geht's los mit der Zucchini. Also erst da in Scheiben schneiden. Also so ein Zucchini-Salat ist für einen schönen Grillabend gedacht. Jetzt würde ich nicht grillen, weil es doch schon etwas heiß ist. Heute Abend kühlt es ab. Oder es gibt doch manchmal Hitzegewitter. Das wäre dann ein besserer Zeitpunkt. Ja. Und ich bedanke mich bei meiner Schwester Saskia. Die Saskia filmt nämlich das Ganze, ne? Dankeschön, Saskia, dass du filmst. Bitte. So, die Gurke sieht genauso aus wie Zucchini. Also von der Gurke nicht so viel. Ja, also es ist wirklich warm. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, woher hier kommt und wie viel Grad es bei euch ist. So, dann kommt die Zwiebel. Hallo Mücke, hast du Hunger? Also so viel Zwiebeln muss es jetzt auch nicht sein. Ich glaube, die halbe reicht uns auch schon. Ich liebe Tomaten. Wir müssen gleich einen kleinen Schnitt machen, da ich jetzt vergessen habe, einen Löffel zu holen. Wir müssen ja den Salat auch umrühren, ne? Aber noch schneide ich die Tomaten, die leckeren Tomaten. So, wir machen einen kurzen Schnitt. Ich hole jetzt einen Löffel. So, hier sind die Kochlöffel. Also die Löffel zum Salat. Als nächstes den Knoblauch. Wer keinen Knoblauch mag, kann ihn rauslassen. Kann ihn ersetzen durch Chili. Jetzt windet es hier ein bisschen. Bringt aber keine Probleme hinzu. So viel auch nicht davon. So. Ihr feiert immer Hochzeit, so wie es sich anhört. Ihr könnt da jetzt auch Ananas reinmachen oder Mango oder Avocado. Apfel würde sicherlich auch gut schmecken. Dann eine Kleinigkeit Salz. Und zum Schluss noch Pfeffer. Ich hätte jetzt noch Zitronensaft reingemacht, aber da wir gerade keinen Zitronensaft im Haus haben, ja, hier geht die Hupe los. Nochmals kurz vermengen. Das Rezept schreibe ich euch wie immer in die Infobox. Ja, Erfrischungsgetränk. Oh, hier ist die Zwiebel, wo nicht reinkommen sollte. Red Bull. Schön gekühlt. Den Salat stellt ihr jetzt für gut 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank und serviert ihn zum Grillen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Creeper Dacos. Ciao.